Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Rechts. Heute geht es um die spannende Frage, wie werde ich reich mit Verschwörungsmythologien, aber vor allem, wie bleibe ich es auch? Wir haben ein paar Fallbeispiele aus der Vergangenheit, die wir liebevoll in den letzten Monaten begleitet haben. Begleitet, wie sie gewachsen sind, wie sie erfolgreich geworden sind, wie sie Fehler gemacht haben, die sie erst nicht erkannt haben und wie sie vielleicht am Schluss abgestürzt sind oder eben auch nicht unser erfolgreich waren. Unsere Kandidaten für dieses Unterfangen sind beispielhaft, das werden noch mehr zwischendrin erwähnt, Michael Ballweg, der jetzt gerade angeklagt ist, aus der U-Haft entlassen wurde, wo allerdings die Anklage der Staatsanwaltschaft, weil sie so eilig zusammengezimmert war, vom Landgericht nicht zugelassen wurde. Dann haben wir Attila Hildmann, der vor kurzem Schlagzeilen dadurch machte, weil es Hate Aid und Volker Beck gelungen war, Schadensersatz und Kostenansprüche gegen ihn zu vollstrecken, aus seinem Kochbuch erlösen. Dann haben wir Rainer Fümmich, der in diesen Tagen festgenommen wurde beim Flughafen Frankfurt, nachdem er aus Mexiko abgeschoben wurde, wo seine Anwältin aber sagt, keine Sorge, es wird alles gut werden, das ist alles Quatsch, wir werden alle Vorwürfe widerlegen. Vorwürfe waren von seinen ehemaligen Mitstreitern, er habe Spendengelder veruntreut. Das werden wir uns noch näher anschauen. Und dann haben wir, ich hoffe, er ist noch nicht vergessen, Bodo Schiffmann, der sich nach Tansania abgesetzt hat, der vielleicht im nächsten Jahr angeklagt werden wird wegen falscher Gesundheitszeugnisse und wofür noch, ja klar, 130 Volksverhetzung, der es aber immerhin geschafft hatte, seine 700.000 Euro knapp, die er gesammelt hatte, für die Flutopfer loszuwerden, beziehungsweise so zu platzieren, dass er sein gegebenes Versprechen damit nicht bricht und damit vielleicht eine weitere oder überhaupt eine Straftat begeht. Und wir sehen schon bei dieser Anmoderation, dass hier allerlei denkbare Fehler sind. Und wir haben einmal sortiert, was so die typischen oder die wichtigsten 8 Punkte sind, die man falsch oder richtig machen kann. Und wir werden sie durchdeklinieren für unsere verschiedenen Kandidaten und auch ein paar andere Protagonisten, die wir in den letzten Monaten kennen und lieben gelernt haben. Das Grundprinzip, um reich zu werden mit Verschwörungsmythologien, ist zunächst einmal Aufmerksamkeit zu generieren. Und das hat gerade in der Corona-Krise einige hervorgebracht, die ansonsten kaum bekannt waren oder die sich bemüht haben, mit informativen Videos wie zum Beispiel Bodo Schiffmann zu informieren. Am Anfang der Corona-Krise hatte Bodo Schiffmann noch darüber aufgeklärt, wie hilfreich Mund-Nase-Bedeckungen sind, was sie für einen Nutzen haben aus einer rein medizinischen Perspektive, bis er festgestellt hatte, dass er immer viel besser dann ankommt, wenn er sich kritisch zu den Maßnahmen äußert. Und so hat er eine Zielgruppe um sich gesammelt, die ihn immer weiter angefeuert hatte, den Content zu produzieren, der viel nachgefragt wird. Und deswegen ist die erste einfache Erkenntnis, such dir eine Zielgruppe und fokussiere auf diese Zielgruppe. Wie kann man das falsch machen? Meistens ergibt sich die Zielgruppe von selbst. Linke, Rechte, für Palästina, gegen Palästina, für Impfungen, gegen Impfungen. Das ist sozusagen der erste Nukleus. Aber dann entsteht häufig das Bedürfnis, diese Zielgruppe zu erweitern. Und Michael Ballweg sagte, wir sind offen für jedermann. Das war so etwas naiv auch dahergesagt. Das heißt, wir wollen uns niemanden verschließen. Jeder, der mitlaufen will bei unseren Demonstrationen, soll es machen. Denn es ist so verführerisch, wenn man einen großen Rückhalt hat. Viele Leute und viele Leute, die auch die Spendenkartons dabei befüllen können. Und das hat sogar eine ganze Zeit lang funktioniert, die Querdenkenbewegung so amorph und breit aufzustellen, dass sich jeder darin wiederfinden kann. Jeder, der irgendwie gegen die Regierung oder zumindest gegen diese Maßnahmen ist. Michael Ballweg hatte den Bogen dann allerdings überspannt, als er mit Reichsbürger König von Deutschland sich getroffen hatte. Da war es sogar einigen aus der eigenen Bewegung zu viel. Da waren sogar selbst Pankalla oder Rechtsanwalt Heinz hatten an der Stelle gesagt, nee, bis hierher und nicht weiter. Und das hatte Michael Ballweg wahrscheinlich verschätzt an der Stelle. Man darf nicht vergessen, Michael Ballweg war im Grunde genommen ein Fallen Star zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde. Die Solidarität kam erst nachher. Die letzten Spendenaufrufe verhalten beinahe erfolglos. Er war im Grunde genommen schon fast abgeschrieben, weil er diesen Fehler gemacht hat, nämlich seine Zielgruppe nicht richtig zu fokussieren, sie auszuweiten und dann auf der anderen Seite wieder Anhänger zu verlieren. Passiert ganz schnell. Deshalb also klares Konzept, gegen wen will ich vorgehen?
Als das Thema Corona abkühlte, versuchten manche ganz strategisch, und das hatten wir auch sehr offen ausgesprochen, neue Zielgruppen zu ermitteln. Zum Beispiel der Kollege Heinz, ja, ich sage immer noch Kollege zu ihm, der sagte erst im letzten Winter, Corona ist durch, wir müssen das Thema Gas besetzen. Das ist ein Thema, mit dem man wieder Menschen auf die Straße bringt. Hat nicht so richtig gut funktioniert, war insofern eine falsche Prognose, aber das konnte man ja vorher nicht wissen. So versucht man dann über Zeit hinweg neue Themen zu besetzen. Und das Problem ist, kein Thema war so groß wie das Corona-Thema oder einte so viele Leute. Die Leute, die gegen Corona-Maßnahmen waren, waren nicht notwendigerweise für Russland und gegen Ukraine. Das heißt, da sind immer mehr Leute verloren gegangen. Und das ist jetzt auch das Dilemma, wenn man versucht, an diesem Thema jetzt noch weiterzuarbeiten. Deswegen versuchen manche Leute, bleib bei deinen Leisten, weiter mit Corona ihre Profile zu schärfen. Und Bodo Schiffmann jammert darüber, dass seine Follower auf dem Kanal immer weniger werden, denn er bleibt immerhin halbwegs gerade bei seiner Linie. Er hatte zwar zwischendrin bei der Flucht aus Kabul versucht, wirklich Verschwörungsmythologien aufzubauen, zum Beispiel indem er sagte, die Flugzeuge sind gar nicht echt, sie haben nämlich keine Triebwerke, sie sind aufgeblasene Gummiattrappen. Das sind so Stellen, wo man sich denkt, meine Güte, wer folgt dem noch, was hat der eigentlich geraucht, getrunken oder dergleichen, dass er einen solchen Unsinn verbreitet. Aber wenn man erst mal eine Weile ihnen folgt, dann wird klar, dass eigentlich keine Behauptung unsinnig genug sein kann, als dass sie nicht trotzdem befeuert und Aufmerksamkeit erzeugt. Das Grundprinzip ist also, Aufmerksamkeit für die eigene Zielgruppe zu erzeugen. Der nächste ganz praktische Tipp ist, vermeide eine Zweckbindung. Wenn du sagst, du möchtest Spenden sammeln, dann sag nicht, bitte spendet für mich, damit ich die Kosten für diesen Kanal decken kann. Spendet für mich, damit ich dies und jenes machen kann. Spendet für mich für die Flutopfer, sie werden zu 100% dort eingehen. Das war ein dummer Anfängerfehler, wiederum begann von Bodo Schiffmann, der damals diese Sammlung über einen PayPal Money Pool initiiert hatte und dabei das Versprechen abgegeben hat, 100% der Gelder werden bei den Flutopfern landen. Hätte er mal nur, so wie alle anderen gesagt, naja, für Verwaltung werden wir 10-15% Verwaltungsoverhead brauchen, dann hätte er nicht das Problem gehabt, das Geld zu verbreiten oder jemanden zu finden, der bereit ist, auf eigene Kosten die Verwaltung dieser Gelder zu übernehmen, ohne etwas Eigenes davon zu haben und das Geld zu verteilen. Er hätte natürlich auch sich selbst hinstellen können und das Geld ausgeben können, zum Beispiel für Chemiklos, hatte er tatsächlich aufgestellt und angeblich sogar aus eigenem Geld. Dafür sind die 700.000 gar nicht aufgebracht worden. Am Schluss ging es dann dorthin, wo es gar nicht hingehen sollte, nämlich an den Staat. Das hätte man natürlich auch einfacher haben können, aber eines der Grundprobleme war die Zweckbindung. Und da sind viele schlauer geworden, die einfach gesagt haben, gebt mir Geld, wenn ihr mich gut findet. Oder noch klarer, gebt mir Geld, damit ich davon leben kann, schenkt mir Geld. Das ist die einfachste Methode, denn das war auch für Michael Ballweg das Problem, dass die Staatsanwaltschaft aus den Versprechungen, und das ist der nächste Punkt, nichts versprechen, aus den Versprechungen eine Zweckerklärung abgeleitet hatte, die dann dazu führen würde, wenn man nicht das Versprechen erfüllt, das Geld nicht so anlegt oder unter den Voraussetzungen entgegennimmt, wie es versprochen war, dass dann ein Betrug besteht. Und das führte zunächst einmal zu einer Untersuchungshaft. Ob es zu einer Verurteilung führt, das ist noch ungewiss, aber dass der Vorwurf gegen Michael Ballweg, wie in vielen Videos schon vorgetragen, bestand ja darin, dass er gesagt hatte, wir arbeiten ehrenamtlich, keiner verdient hier etwas und alles Geld wird für Demonstrationen ausgegeben. Hätte er einfach gesagt, hey, wir haben schon ganz, ganz viel Geld ausgegeben, aus eigenen Mitteln ausgelegt, ich hätte jetzt Geld gern wieder zurück. Oder ich möchte gerne reich werden. Oder gebt mir als Anerkennung Geld dafür, dass ich meine Zeit nicht als Unternehmer oder in Bitcoins investiere, sondern dass ich hier für euch auf die Straße gehe. Da sagen die Verteidiger, er hätte genauso viel Geld bekommen. Ob das wirklich so war, ob die Leute nicht doch die Erwartung halten, ich gebe Geld, damit genau das passiert, was passieren soll, nämlich tolle Aktionen und Demonstrationen. Das ist so eine Frage, die dann vor Gericht geklärt werden soll. Ich hatte mich noch gar nicht geäußert dazu. Die Anklage kenne ich nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob das, was die Verteidiger von Herrn Ballweg sagen, stimmt, nämlich dass die Anklage zu schlampig war und deswegen zurückgewiesen wurde. Warum hat das Landgericht die Anklage nicht zugelassen, obwohl doch das Landgericht vorher und vor allem das OLG einen viel dringenderen Tatverdacht bei der Haftprüfung und Haftbeschwerde angenommen hatten. Das ist ein wenig rätselhaft. Wir kennen
veröffentlicht die Entscheidung des OLG zur letzten Haftbeschwerde. Daraus ergibt sich so ein wenig, was eigentlich der Vorwurf war. Ist das jetzt in der Anklage noch viel schlechter gewesen? Wir wissen es nicht ganz genau. Wenn es wirklich so sein sollte, dass die Staatsanwaltschaft nicht genug Material hatte, um eine sorgfältige Anklage vorzubereiten, ist es erstaunlich, dass sie trotzdem Zeit hatte, einen Haftbefehl zusammenzuzimmern. Und das bringt uns ein wenig zu einem Punkt, naja, wir greifen vor zu Nummer 5, nämlich richtige Fluchtvorbereitungen zu treffen und diskret zu flüchten. Der Fall Ballweg ist insofern vielleicht ein wenig tragisch, weil Herr Ballweg hätte wahrscheinlich keinen Haftbefehl und vielleicht auch keine Anklage zu diesem Punkt bekommen, wäre da nicht diese Fluchtvorbereitung für Costa Rica gewesen. Spekulation. Denn Fluchtgrund besteht ja einerseits aus einem dringenden Tatverdacht und zum anderen einen Haftgrund, also wie beispielsweise Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr. Und wenn jemand schon auf gepackten Koffern sitzt, auf dem verladenen Überseecontainer sein Haus verkauft, alle Bindungen, insbesondere Ehe und so weiter, aufgegeben hat, dann spricht natürlich einiges dafür, dass sich jemand absetzen könnte, insbesondere wenn er weiß, dass er gerade Schwierigkeiten mit dem Finanzamt hat. Und da musste es schnell gehen und es kann sein, dass in diesem Zuge der Haftbefehl sehr eilig zusammengebaut wurde und nicht den Anforderungen genügte für später der Anklageschrift, obwohl bis dahin natürlich noch viel Zeit vergangen war. Wissen wir nicht ganz genau, aber diese Flucht, insbesondere die Bekanntgabe davon, dass er sich auf den Weg machen will, auf, Verteidigung sagt, Weltreise oder einen längeren Auslandsaufenthalt, war nicht schlau. Und da können wir noch ein paar andere Beispiele sehen und bei der Gelegenheit vielleicht auch mal erfolgreiche Beispiele. Bodo Schiffmann ist in Tansania, der ist einfach dort aufgetaucht. Er sagte, er ist da vorübergehend. Mir sagte sein Anwalt noch, natürlich wird er sich einem Verfahren stellen. Werden wir sehen, ob er dafür zurückkommt. Aber Bodo Schiffmann hat das vorbereitet, hat sich dort eine Existenz aufgebaut, eine Lodge, einen Gastronomiebetrieb aufgebaut. Der hat es anscheinend richtig gemacht. Tragisches Beispiel für eine schlechte, überhastete Flucht ist wohl Attila Hildmann. Denn der hat sich in die Türkei abgesetzt, als Ermittlungsmaßnahmen begannen und zu dem damaligen Zeitpunkt gar kein besonders großes Verfolgungsinteresse der Staatsanwaltschaft bestand. Ja, wir wissen, dass es einen Haftbefehl gab, weil auch wohl dort Fluchtgründe oder andere angenommen wurden, aber so richtig aufgedreht und die Brücken abgerissen hat Attila Hildmann eigentlich erst, nachdem er weg war. Und ich hatte es schon öfter gesagt, dass das eine tragische Figur ist. Attila Hildmann hätte eigentlich auch sich dem Verfahren stellen können und davon ausgehen können, dass er damit nicht auf alle Ewigkeit weggesperrt werden würde. Aber er hatte ein wenig aus Panik heraus die Flucht in die Türkei angetreten, hat dabei aber nicht alles mitgenommen. Das führte dann dazu, dass Volker Beck in einem Zivilverfahren an Kosten Erstattungsanspruch oder einen Zahlungsanspruch erfolgreich pfänden konnte, nämlich die Kochbucheinnahmen. Also derjenige, der ein Kochbuch von Attila Hildmann jetzt kauft, unterstützt damit die Verfahrenskosten von Volker Beck bzw. von HateAid. HateAid übrigens die, und das ist eine gute Nachricht bei der Gelegenheit, doch wieder Finanzierung bekommen. Wir haben es die letzten Monate gesehen, im Zuge der Sparbemühungen wollte man HateAid die Mittel streichen und jetzt sind aus dem Bundeshaushalt, aus dem Haushalt des Justizministeriums doch noch Mittel bereitgestellt worden, sodass HateAid die Beratungsarbeit weiter fortsetzen kann. Ganz wichtige Sache und bestimmt war es dabei auch hilfreich, dass der Unsinn dieser Streichung immer wieder auch diskutiert wurde. Nichts versprechen, ja, und jetzt Nummer 4, kein Quatschjura gegenüber dem Finanzamt. Das geht an Michael Ballweg. Man kann sagen, wir denken quer, wir haben alternative Konzepte. Allerdings, wenn man versucht, dem Finanzamt zu sagen, wir haben ein anderes Steuerkonzept, dann kommt das möglicherweise nicht so besonders gut an. Und das ist wahrscheinlich einer der Fehler, die Michael Ballweg gemacht hat. In diesem Flow oder Wahn davon, dass man alles alternativ denken muss, war er tatsächlich davon überzeugt, dass er eine große Organisation mit Millionen von Ein- und Ausnahmen als Einzelunternehmen oder als nicht rechtsfähiger Verein oder als Organisation Querdenken 711 betreiben kann, ohne dem Ganzen eine Struktur zu geben und ohne die Einnahmen als Betriebseinnahmen zu versteuern. Er hatte das selbst in einem Video, als er noch auf freiem Fuß war,
benannt, und vielleicht war das auch nicht so schlau, immer in Videos zu sagen, warum der Staat doof ist und man ihm die lange Nase zeigen will, weil es da ja schon Betriebsprüfungen gab. Also an der Stelle dann einfach zu sagen, ich muss das nicht erklären und schon gar nicht als Betriebsannahme deklarieren und ich muss die Betriebsausgaben auch nicht sauber nachweisen, das ist halt einfach nicht schlau in einem Rechtsstaat, wo der Fiskus großen Wert darauf legt, sein Geld zu bekommen. Und da kann man direkt anknüpfen, das ist eine spätere Nummer, aber ich nehme es darauf aus. Quatschjura eignet sich auch nicht für Angriffe im juristischen Umfeld. Denn diese ganze Geschichte, also auch mein Engagement, wäre nie passiert, hätte Herr Ballweg nicht die Idee gehabt, zusammen mit seinem Anwalt, den goldenen Aluhut abzumahnen auf der Basis von Quatschjura. Denn die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch, ansonsten könnte man ältere Videos nachschauen. Herr Ballweg und die Organisation 711, wer immer das auch sein sollte, haben den goldenen Aluhut abgemahnt, weil sie den Preis haben wollten, von dem sie ausgeschlossen worden waren. Und da waren so viele unsinnige juristische Argumente drin, dass es einfach den Ehrgeiz weckt, zu sagen, da schauen wir uns das mal ganz genau an. Und der erste Satz, der dabei auffällt, ist, dass Ralf Ludwig, Kollege Ludwig, die Vertretung von Michael Ballweg und der Organisation Querdenken 711 anzeigt, und das wirft die Frage aus, was ist denn eigentlich Querdenken 711? Und dann haben verschiedene Presse, Medien recherchiert und das Finanzamt wollte auch genauer wissen, was ist denn Querdenken 711? Sie scheinen ja offensichtlich sehr viel Geld zu verdienen. Das ist eine Stelle gewesen, da wäre man lieber in Deckung geblieben. Da greift man nicht an mit einem Quatschjura-Anspruch auf Herausgabe dieses Titels oder Verleihung des Titels, um dann auch noch im Rechtsverkehr mit einer Abmahnung, mit einer Organisation aufzutreten, die gar nicht existiert, nicht richtig angemeldet ist und jedenfalls auch keine Steuern abführt. Jedenfalls nicht als solche Organisation. Diskret flüchten, kein Quatschjura, nichts versprechen. Machen wir weiter mit dem Tipp Nummer 6. Seine Gefährten nicht prellen. Ja, das ist eigentlich eine offenkundige Empfehlung. Und das ist vielleicht dem Kollegen Füllmich zum Verhängnis geworden. Der hat ja viele Sachen überstanden. Also so Kleinigkeiten, Verurteilungen zu Geldstrafen wegen Volksverhetzung. Das hat er wahrscheinlich mit Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Er saß ja in Mexiko und kam erst deswegen in Frankfurt in diesen Tagen an, weil er von dort abgeschoben wurde. Und das gehört wieder zum Thema Flucht besser planen, nicht mit einem Touristenvisum, sondern sich um irgendeine Art von Aufenthaltstitel auch langfristig kümmern. Aber wenn man auf einmal Unmengen an Geld einnimmt, und dieser Corona-Ausschuss war überraschend erfolgreich und lukrativ, dann sollte man das Geld auch fair mit seinen Weggefährten so teilen, wie es vorgesehen war. Denn anscheinend hatte man am Anfang nicht damit gerechnet, dass mit den Spenden mehr gedeckt werden wird als die laufenden Kosten für die Produktionsfirma. Und man hatte dann eine Gesellschaft gegründet, so schlau war man bei Füllmich und Co. immerhin, eine Gesellschaft da zugrunde zu legen, die also für Kosten und Risiken und eben auch für die Einnahmen zuständig ist. Und da hatte man einfach nach Köpfen alle, die da waren und daneben saßen, beteiligt, ganz gleich, ob sie jetzt die berühmtesten und riskantesten Wortführer waren oder ob sie nur gelegentlich einen kleineren Anteil daran machten. Und am Schluss führte das natürlich dazu, dass die Gesellschafter gleich beteiligt sein mussten. Und offensichtlich hat Herr Füllmich, aber da müssen wir nochmal einfach abwarten, was in der Anklage drinsteht, sich einen größeren Teil vom Kuchen herausgeschnitten, sich Darlehen genommen, sich für Bearbeitung von E-Mails fürstliche Honorare oder Gehälter bezahlt, sodass einfach ein Großteil des Geldes angeblich, so heißt es, in privaten Verwendungen, zum Beispiel in seinem Haus, versickert sind. Dann gab es dann auch noch die Sache mit den Goldbarren. Man wollte ja nicht einfach das Geld auf der Bank liegen haben, hatte dann bei Degussa eine Verwahrung vorgenommen, an die man dann später aber nicht mehr rankam. Alles blöde Fehler mit viel Geld. Man hätte einfach so leicht die Kohle nehmen können und sich ein schönes Leben machen können. Auch in Deutschland womöglich hätte man einfach nur vermieden, sich dabei strafbar zu machen. Und das ist vielleicht eine Entscheidung, die man früh treffen muss. Will ich einfach die Kohle holen und mich dann absetzen, dann muss ich ordentlich flüchten? Oder will ich reich werden durch die Spenden, durch die Zuwendungen und Schenkungen meiner Anhänger? Und auch das ist möglich und bleibe im Inland. Dann muss ich aber schauen, dass ich mich an die Gesetze halte. Eins von beiden muss es halt sein. Also seine Kollegen zu prellen und dann trotzdem im Ausland sich nicht erfolgreich abzusetzen, das funktioniert nicht so gut. Ob es funktioniert, werden wir erst später sehen, aber für Herrn Füllmich heißt es jetzt zunächst einmal Untersuchungshaft. Herr Füllmich sitzt in Untersuchungshaft, weil er die Gelder
möglicherweise veruntreut hat. Er sitzt nicht in Untersuchungshaft, weil er Quatsch verbreitet hat, denn die Verbreitung von Falschnachrichten ist in Deutschland nicht strafbar. Man kann ein Geschäftsmodell darauf betreiben, Falschnachrichten zu verbreiten, Falschnachrichten, die Leute ansprechen und die sie dazu bewegen, emotional zum Beispiel 800 Euro plus Steuern zu bezahlen für eine Rechtsvertretung bei einer Sammelklage von eingeborenen indianischen Stämmen, so nennt man das, glaube ich, nicht, gegen den Papst und die Queen, als sie noch lebte. Solche Sachen kann man machen. Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft gesagt, wegen dieser Sammelklagen oder Schadensersatzklagen, dafür wird er nicht belangt, denn er hat ja nichts versprochen. Er hat einfach nur gesagt, ich mache eine Menge Radau, um die Rechtswidrigkeit von PCR-Klagen zu beweisen, aber er habe keinen Erfolg versprochen. Das kann man durchaus anders sehen. Wir haben auch dazu schon Videos gemacht. Aber mit sowas kommt man eigentlich durch, aber nicht, wenn man die Kohle dann in die eigene Tasche steckt. Und dann letzter Punkt Nummer 8. Vermeide den 130 StGB. Das Leben wäre so viel einfacher für alle Beteiligten, würde man sich einfach kurz vorher überlegen, ob das, was man sagt, eine Verharmlosung des Holocausts ist, eine Verunglimpfung eines Teils der Bevölkerung. Da haben wir den Sucharit Bhakti, Professor Bhakti, der in der ersten Instanz immerhin freigesprochen wurde, weil er das jüdische Volk beschimpfte oder kritisierte. Das wird man in der zweiten Instanz sehen, eigentlich unnötig. Und in den meisten Fällen ist der erste Punkt, dass man auf YouTube rausgeschmissen wird, wenn man zu viele dieser Sachen postet und verbreitet. Auch füll mich mit seinem, es war nicht Hitler alleine, sondern es war das globale Finanz, ich habe den ganz genauen Wortlaut nicht da, es gibt ein altes Video davon. Dafür wurde füll mich ja auch schon verurteilt bzw. erhielt Strafbefehl. Das bringt einem natürlich sehr schnell Aufmerksamkeit, die im Grunde genommen vermeidbar ist, aber anscheinend ist man so drin in diesem Wahn, in diesem Flow, alles sagen zu können, was man will und sich dann auch Sachen auszudenken oder an den Verschwörungsmythologien sich zu orientieren, die man selbst so gerade aufgeschnappt hatte. Also 130 StGB vermeiden, sowohl für Attila Hildmann als auch für Bodo Schiffmann, für Film mich genauso aber tatsächlich einer, der 130 nicht begangen hat oder dafür bisher noch nicht belangt wurde, ist Michael Ballweg. Der war an der Stelle tatsächlich unauffällig. Und so haben alle quasi ihre verschiedenen Fehler gemacht. Jetzt wissen wir es im Nachhinein natürlich besser. Natürlich, wenn man nicht so emotional ist und in dieser Ausnahmesituation ist es leichter, alles richtig zu machen. Dafür haben wir ja dieses Video. Also wenn die nächste Gelegenheit kommt für eine große Verschwörungsmythologie, mit der man reich werden kann, wenn man sich vor Kamera, Telegram, was auch immer stellt und Anhänger um sich schart, sollte man diese Tipps beachten. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und bleibt gesund.